組織の資格か。あなた覚悟して来てる人ですよね。覚悟だと？俺は自分が誰なのかを知りたいだけだ。 Schossen hat gesagt. Hey, wir haben beide einen goldenen Stand, Mann. Wir müssen auch gar nicht gegeneinander kämpfen. Hier, ich kann auch meine Güte, auch damit. Ich auch hier. Was? Ich kann auch es ja ausgewichen ist. Oh nein, das war doof, glaube ich. Ja. Wart. Zack. Okay. Mann, auch damit. Ah. Ja, glaub bloß nicht, ich stehe jetzt auf. Sams. Blubberbläschen. Plop. Stirb. Ja, sehr gut. Was zum? Was war das? Also wenn das mit der kürzeren Reichweite wenigstens mehr abziehen würde, ne? Macht aber keinen Sinn. Man sollte die kürzere Variante machen. Jetzt reicht doch mal. Sams. Wie eine Schlange. Gibt's doch nicht. Ey, ich krieg den nicht. Jetzt ein Partner. Hi, ich folg dir mal. Warte, ich habe ihn getroffen, er läuft einfach weiter. Schon wieder. So, lauf hier rein. Lauf hier rein, hab ich gesagt. Wie er geguckt hat, jetzt so. Was? Hey, zwei müssen noch kommen. Jolene und Johnny. Oder noch mal Josuke. Das wäre es irgendwie. Ja, da kommt Kira Yoshikage. Das wäre aber doch mal irgendwie beinfahrt. Stone Ocean. Als der fünfte Gegner besiegt, verschwindet auch dieser. Okay. Ja, noch eine Gescheite. Ist immer gleiche. Dieses Mal ist es eine Frau. Als sie Josuke bemerkt, wirft sie ihm einen Eiskai im Blick zu und nimmt Kampfhaltung ein. スーパー。神父の手下だな。いい度胸してるじゃないか。素顔さらすとはな。俺は俺のことを調べてるだけだ。おお。ザック。 Ich den hier machen. Boop.
Komm her. Ich bin besser am Posen. Meine Güte. Voll intens. Und zack. Ah, zu spät, verdammt. So, danke. Ich hieße gelandet. Oh, sehr gut. Verdammt. Ist das? Und das? Zieht voll viel ab. Scheint da irgendwie keinen Bock zu haben, dagegen abzuwehren. Und soft and wet! Bams! Und mitten in die Fresse! Retire! Sehr schön! Ich glaube, das ist keine Geheimmission jetzt gewesen. Weil bis jetzt habe ich noch nichts so zufällig freigeschaltet. Deswegen nehme ich mal an, da war auch bis jetzt keine. Was war jetzt der letzte oder? Episode 7, Steel Ball Run. Dann nehme ich mal an, ich muss Episode 8 nochmal gegen Josuke kämpfen, oder? Also jetzt 6 Gegner besiegt ist, bla 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 bla. Dieser Gegner ist viel größer als die anderen zuvor. Es handelt sich um einen Mann auf einem Pferd. Als er Josuke bemerkt, zeigt er anklagend auf ihn und scheint sich auf den Kampf vorzubereiten. Da wird ein langer Part, egal. Okay, das ist kein Problem. Er hat nicht viel zu sagen. Oh, Leichenteile. Siehst du besser nicht? Ja, nimm meine Puppe ein bisschen. Man muss echt vom Pferd absteigen und die einzelnen. So, ich schlag jetzt, während du am Boden liegst. Nimm mal die Leichenteile, ne? Geht nicht. Okay, sollen die auch damit anfangen. Aber geil irgendwie. Unter da. Oder von Pferd geschlagen. Aber nachdem man vom Pferd geschlagen. Was hat er? Keine Ahnung, was das war. Ich habe ihn geschlagen, während er versuchte, auf seinen Pferd zu klettern. So. Ja, wird ein langer Part, habe ich so gefühlt. Ein sehr langer. Ma, der Mann schütt noch. Ich weiß nicht, was ich da mache. Macht der Mann. Ja. Meine Sicht. Lass dich treffen.
Heute reicht's hier. Meine Güte, er macht immer einen Seitwärtsschritt, wenn ich ihn. So, komm her. Komm von deinem Pferd runter, oder ich hau das Pferd auch. Als ob er sonst auch stehen könnte, ne? Das ist jetzt witzig, weil er nicht stehen kann. Muss er wieder runter, verdammt. Kann ich ihn überhaupt grabben, wenn er am Boden ist? Ja, was ist das? Sehr schön. Einfach gepostet, während er getroffen wurde. Er hat auch nicht so ein Sprachrepertoire, habe ich so ein Gefühl. Okay. Galt weiter da, vielleicht wurde er irgendwie gerade irgendwie angekündigt als. Also der Part, als das Spiel rausgekommen ist. Jojo Leon, habe ich mir schon gedacht. Also der siebte Gegner besiegt ist, bla 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 bla. Und dieses Mal ist es Josuke Shigata selbst. Der andere Josuke scheint über seinen Zwilling überrascht zu sein, breitet aber schnell sich und seine Blasen vor. Okay. Genauso habe ich mir den eigentlich vorgestellt, in weißen Klamotten. Aber ohne einen pinken Stand. Was? Der Synchron gerufen. Ich habe schon Erfahrung mit dir. Ich habe die ganze Zeit als dich gespielt. Was zum Teufel macht der da? So viel dazu. Wahrscheinlich ist irgendwie der stärkste Gegner im Spiel. Der macht mir ganz schön Schaden. Mal gleich gucken, welche Schwierigkeit die alle hatten. Ah. Jetzt Blast. So, was schon sagen. Er hat schon wieder nicht trifft. Aha. Jetzt setzt sich seine Dings ein. Das ist Spezial. Kann ich euch auch mal einsetzen, das macht voll Schaden, der Angriff. Ich hab mehr Blasen. Und zack. Jawohl. Weggetreten. Nein. Ah. Es gibt was in die Fresse. Weil der hat seine ganzen Dingens da voll. Der haut gleich irgendwas raus, wahrscheinlich. Ah. Das war gut. Genau die geilen Reaktionen, ne? So spät ich ausweiche. Und jetzt mit einem grünen Abschluss. Sehr schön. Alles nach Plan. So, zur Hälfte Kira halt, ne?
Ja. Leider kein Charakter freigeschaltet. Schade. Ja, wen denn auch? Wir haben, glaube ich, schon alle. Josuke wa nazo no 8-nin to no gekitou wo oeta. Aber irgendwie so könnte das Ende auch ruhig sein. Alle Charaktere kommen da so. Ja, wie heißt die? Yasuo, okay. Davon werden wir wahrscheinlich nichts mitbekommen hier, ne? Fortsetzung folgt. Pff. Gemein. Oh, da sind schon die Credits. Geil. Ich hoffe, die sind nicht irgendwie kompiergeschützt oder so. Das wäre nämlich richtig doof. Oh, sehr geil. George Oster 1. Ja, von irgendwie noch hoch. Okay. Habe jetzt nirgendwo gesehen, aber... Naja. Ah, schön das Spiel. Boah, geil, die Szene. Die fand ich so geil im Intro. Ah, schön. Mir gefällt das Spiel. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben ja noch einige Modi, die wir hier zur Verfügung haben. Also, Teufel, geil. Richtig Cinematik hier gemacht. Und ja. Für die, die jetzt sehr verwirrt waren über, ja, weiß nicht, das gesamte Projekt, weil, ja, es ist ein bisschen merkwürdig, wenn man nichts von dem kennt, was hier ist, aber dafür gibt es ja Wikipedia oder Manga-Seiten, wo man sich die Serien angucken kann, oder Anime-Seiten, wo man sich die ersten Folgen so angucken kann, für den ersten drei Parts. Wie gesagt, der dritte Teil ist ja jetzt vor kurzem zu Ende gegangen, also der Teil, ja. Ich hoffe, der vierte Teil wird animiert und jeder darauf folgende auch. Und ja, könnte man ja mal reingucken, wenn man das hier gesehen hat und es eingefallen hat. Also ich mag die Serie richtig. Ich kenne die jetzt auch nur seit ein paar Monaten. Keine Ahnung, so ungefähr das letzte halbe Jahr habe ich irgendwie voll viel mit Jojo irgendwie auseinandergesetzt. War richtig geil. Und ja, ich bin auch ein großer Fan von der Serie geworden. Ich kann die Serie auch nur jedem weiterempfehlen. Wer jetzt nichts hier gegen übertrieben Poserei hat und over the top Action, sag ich mal. Also ja. Ah. Kann man sich angucken, ist auf jeden Fall richtig geil. Erfolgreich ist die Serie auch, sonst wäre sie ja nicht nach den 80er Jahren immer noch am Laufen. Also das sagt schon was darauf, ne? Okay, der war so verdammt schwer, ne? Das war ja mein Lieblingscharakter. Oh geil, die Szene. Und ich so begegnet in dem letzten Kampf. Schön. World Experience Requiem. Ah, okay. King Crimson. Diavolo. Schon sehen, seine Ultimate haben wir gar nicht gesehen. Wir haben viele Sachen noch nicht gesehen, so fähigkeitenmäßig. Ja, der kann ja auch in der Zukunft sehen. Und so die Zeit überspringen. Oh, schön. Ich fand immer noch, der fünfte Teil war irgendwie am wenigsten erklärt. Aber ist trotzdem nicht schlecht. Der sechste Teil war sowieso das Ende. Das abgefuckteste, was du je gesehen hast. Ich glaube, irgendwie die normalen Universen kommen irgendwie wieder so in die Story hinein. Dass jetzt nicht alles irgendwie nur in den neuen Universum stattfindet. Würde ich mir irgendwie wünschen.
Aber wir haben ja sehen, da wird sich schon was einfallen lassen. Also der Macher. Johnny Jones da. Aber ja, irgendwie klar, die im achten Teil jetzt nicht so viel ja zeigen konnten, weil die ja noch nicht so viel haben. Womit man irgendwie arbeiten konnte. Also das Spiel ist echt geil, würde ich sagen. So für Fans ist das ein richtiges Fanservice-Game. Also Competitive habe ich schon gehört, soll es jetzt nicht so das am meist competitive Spiel sein. Also kein Street Fighter oder irgendwie sowas. Aber trotzdem. Wir sagen immer, das Spiel ist in erster Linie ein JoJo-Spiel und das stimmt auch. Aber trotzdem Spaß haben mit. Wer verprügelt den anderen Joes, gell? Meine Güte. Aber das war ein guter Abschluss. So, 40 Minuten. Wahrscheinlich stimmt mit der Aufnahme irgendwas nicht. Ich sehe schon kommen. Oh, Glückwunsch. Fabulous. In Galerie-Modus wurden die Namen der Mitwirkenden hinzugefügt und JoJoLeon. So, die Sachen werde ich wahrscheinlich irgendwann mal alle kaufen. Irgendwann offscreen, wahrscheinlich so jetzt so ungefähr. Dann weiß ich, dann machen wir Kampagnenmodus, wofür man glaube ich online sein muss. Und ja, danach haben wir das Spiel auch. Oder ich könnte auch den Story-Modus erneut spielen, nur jetzt auf der Gegnerseite. Und die, nee, die Bonus-Mission, die kommen ja auch noch. Was vergessen, so, welchen Schwierigkeitsgrad waren die jetzt alle? Okay, wurde immer stärker. Und schon wieder der hier. Nee, keine Ahnung. Ich werde mal überlegen, was ich in der nächsten Folge mache. Ich glaube, die Bonusmission. Jedenfalls, das war jetzt eine Folge, die lang genug geht, außer ich schneide sie in zwei Teile. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.